Herzlich willkommen beim Videocast der himmlischen IT mit Kerstin und Carsten Raphael. Wir starten vom Boden und nehmen Sie mit in die Cloud, ohne dass es Ihnen schwindelig wird. Und nun viel Spaß! So, das Erste, was ich jetzt natürlich gerne machen möchte, ich möchte gerne meinen Benutzer verändern. Und zwar möchte ich gerne, dass dieser Benutzer die Domainadresse jetzt bekommt, itsme@kerstinrachwal.de. Jetzt ist es aber so, das ist mein Benutzer, den ich für das Abo verwendet habe. Das heißt, der ist meine Microsoft Online Service ID, die mit meinem Abonnement verbunden ist. Diesen Benutzer kann ich nicht ändern, aber was ich machen kann, ich habe ja nur eine Lizenz, ich klaue dem jetzt die Lizenz. Nein, ich klaue ihm noch nicht die Lizenz. ich gehe nochmal zurück, weil es war jetzt gerade ein Gedankenfehler. Wenn ich ihm die Lizenz klaue, dann kann ich ja auch keinen neuen Administrator erstellen. Also Sie müssen hier so ein bisschen die Vorgehensweise beachten. Das ist nämlich, kann nämlich tricky sein. Also nochmal zurück zu meinen Benutzern. Das, was ich jetzt als Erstes mache, ich hätte jetzt hier mit Abbrechen weitergehen müssen, ist, ich lege erstmal einen neuen Benutzer hinzu, füge den erstmal ein. So, den gebe ich jetzt den gleichen Namen. Und sage jetzt, it's me. Und nehme jetzt, Sie sehen, hier habe ich eine Auswahl, kerstinrachwal.de. Ich gehe auf Weiter. Ich sage, ja, dieser Benutzer soll Administrationsrechte erhalten. Ich gehe jetzt hier wieder auf Deutschland. Nicht auf Dänemark. Na, wo ist es denn jetzt? Mein liebes Deutschland. Da haben wir es. 0 von einer Lizenz verfügbar. Das heißt, ich kann ihm jetzt im Moment keine Lizenz zufügen. Ich sage E-Mail senden. Ja, das muss er jetzt gar nicht machen. Erstellen. Ich muss mir jetzt dieses temporäre Passwort dann merken oder beziehungsweise aufschreiben, damit ich dann hinterher mich mit diesem temporären Kennwort anmelden kann. Ich sage jetzt fertigstellen. Jetzt gehe ich folgendermaßen vor. Jetzt sage ich bearbeiten für den Kerstin Rachfall, klaue dem die Lizenzen, sage speichern. Und jetzt müssen Sie wissen, dass er bei diesen Lizenzzuweisungen natürlich auch die Daten löscht von diesem Benutzer. Die sind also dann hinterher weg. Das war auch das Problem mit diesem Postfach, was Sie bei meiner ersten Demo gesehen haben. So, ich gehe jetzt hin, bearbeiten und gebe diesem Benutzer, die ich jetzt habe ich ja eine Lizenz zur Verfügung, gebe diesem Benutzer jetzt die Lizenzrechte. Ich prüfe sicherheitshalber nochmal nach, dass er auch wirklich diese Administrationsrechte hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Und sage speichern und sage auch speichern. Und jetzt melde ich mich ab. Jetzt kommt das große, ja, hat es geklappt, Thema. Ich melde mich mit einer anderen ID an, und zwar dieser neuen, it's me. Und jetzt mit dem temporären Passwort. Ich mache hier Anmeldeinformationen speichern auch raus, weil ich öfters hin und her wechseln muss. Sage anmelden. Das hat jetzt funktioniert. Ich muss mein temporäres Passwort nochmal eingeben. Vergebe ein neues Passwort. Das muss den Sicherheitskriterien entsprechen. Sie sehen, mein Passwort ist stark. Sage absenden. Wenn das geklappt hat, führt er mich jetzt zurück und lässt mich nochmal erneut mich anmelden aus Sicherheitsgründen.
Das sieht gut aus, prima. Und Sie sehen, ich habe jetzt hier auch die Administrationsrechte. Sie sahen einen Videocast der Rachval IT Solutions, Ihrem Partner für Informationstechnologie im Mittelstand. Mehr Infos finden Sie unter himmlische-it.de.